Footballerei. On your take. Wie haben wir denn die Spiele getippt dieses Wochenende? Und wie sind wir denn davon gekommen? Chris, wenn du es einmal einblenden kannst. Und ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe einfach nur die Ergebnistipps eingeblendet, weil so viel Text wollte ich jetzt, der schon wieder 5 Minuten alleine labert, nicht in den Äther pumpen. Und wir sehen, dass genau eine Person, der Lonely Wolf, das erste Spiel richtig getippt hat, ob er jetzt wollte oder nicht. Was sagt ihr denn dazu, Sebastian und Fabian, damit ihr auch mal zu Wort kommt? Nichts. Ja, ach, come on. Das mussten wir uns doch alle schon wieder anhören gestern, dass wir kleine Chiefs-Hater sind. Ist, wie es ist. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Du bist der Einzige von uns, der Ahnung hat. Ja, deswegen war ich auch der Einzige, der sich beflissen fühlte, auf diesen Chiefs-Hate zu antworten. Ich muss ja immer schmunzeln, wir kennen das. Also die, wir haben, ich habe das, wenn ich amerikanische Podcasts höre und Announcer, vor allen Dingen die Announcing-Teams sagen das immer, von 32 möglichen Teams hassen, denken 32, dass du sie hast. Also gut, sind wir jetzt nicht so bekannt und so wichtig, aber es hat so ein bisschen, sind es die Dolphins, sind es die Chiefs, sind es die Bills. Und also Sebastian und ich haben da gestern schon ein bisschen drüber geschmunzelt, oder? Ja, definitiv. Aber ich muss ja mal sagen, wenn man sich das Spiel vorher oder ne, so die Pre-Game-Show bei CBS angeguckt hat, da war es genauso verteilt. Da haben alle Experten, ich glaube, bis auf einer, haben auch auf die Ravens getippt. Und das hat nichts damit zu tun, dass man den Chiefs es nicht zutraut, aber die Voraussetzungen waren einfach, ja, andere, als man sonst vielleicht kannte von den aus den bisherigen Jahren. Also ich habe es zu einem Freund gesagt, der mich irgendwie gestern Nachmittag, bevor wir überhaupt die Tipps gepostet haben, geschickt haben. Wir haben ja die gesamte Saison Football geguckt. Und dann spricht halt einfach aufgrund der gesamten Saison mehr für die Ravens als für die Chiefs. Und das hat nichts mit Hate zu tun. Und ich muss gestehen, ich glaube, Sebastian, oder vielleicht war es im großen Chat, ich habe es auch echt vorher gesagt, es ist mir unangenehm, für die Chiefs zu tippen. Ich will nicht für die Chiefs tippen. Und genauso wie ich es auf der Kachel stehen hatte, der einzige Grund ist Mahomes. Footballerei!